So, wir sind in der Schlussphase. Wie das filmen wir hier vom Zaun rein? Manfred Piermeier, das Auto ist. Hat im ersten Satz 7-6 gewonnen. Also da war ein kleiner Fehler beim Zählen. Zweiter Satz 6-0 für Lipski und Lipski hat dann einen unglaublichen Lauf geschoben. Der hat dann nichts mehr anbrennen lassen und hat dann auf 5-1 gestellt. Ich glaube, er serviert jetzt aufs Match. Der hat da einfach einen Lauf geschoben und hat, denn sein Spiel ist nicht mehr abgerissen. Wir sehen das jetzt von außen. Dieses letzte Single, das könnte der Ehrenpunkt für Mattersburg sein. Trifft jetzt jede Kugel. Das sagt jetzt sogar Manfred Piermeier selber. Das kann man ihm eigentlich jetzt nicht mehr übel nehmen. Der trifft wirklich jetzt jede Kugel rein, Lipski Björn. Aber es ist Tennis und Tennis kann auch öfters Geschichten schreiben. Und jetzt serviert er einen unglaublichen. Manfred Piermeier schießt er den Ball weg. Aber da muss man sagen, der Björn Lipski hat eine tolle Partie gespielt. Bravo! Ehrenpunkt für Mattersburg. Lipski Björn. Ja, der hat es verdient. Manfred Piermeier hat aber das mit Respekt gezollt und hat gesagt, du hast das verdient. Lipski Björn ungeschlagen, glaube ich, oder? Das ist, Leute, was erwartet ihr euch von den übrigen Spielen? Alles Rodak-Spieler. Heute ist der Sieg einmal schon da, nächste Woche wieder ein Sieg. Hoffentlich. Spielen wir zu Hause. Heimvorteil auch noch. Und dann gibt es noch ein Spiel. Wahrscheinlich, oder? Gegen den Westsieger. Auf jeden Fall ein Westsieger. Keine Ahnung, gegen wen wir da spielen, aber schauen wir mal, wenn wir voll spielen. Das passen. Du bist dabei auf jeden Fall bei den verbleibenden Spielen, oder? Immer im Fixkader, oder? Bist eine Bank. Nach heute bin ich mir nicht sicher. Naja, gut. Das muss der Captain entscheiden. Okay, zwei Spiele noch, dann könnte es nächstes Jahr die Bundesliga geben. Genau. Und das ist euer Ziel? Die Champions League. Klar, deswegen haben wir auch die zwei geholt heuer. Gut. Fit bist du ja, wahrscheinlich der fitteste Spieler in der Rodax-Reihen. Oder? Kann man das so sagen? Oder? Ja, fitteste körperlich. Ich habe gehört, du tust manchen Leuten ein bisschen noch hin in der Fitnessprogramme. Das ist heute Non-Playing, Captain. Ja, immer Non-Playing. Läufst du auch rein hin und wieder für so Gastspiele? Vielleicht in der Bundesliga wirst du es gönnen, wenn es da mal so an mir nichts, dir nichts passiert. Wenn ich einmal nicht verletzt bin und keinen anderen Sport betreibe, dann kann schon sein, dass ich einlaufe. Ne? Ja. Auf 5. Aber oder sonst macht dir das nichts, wenn du nur zuschaust. Das ist okay, oder? Naja, als Sportler ist es immer schwerer zuzuschauen, als selbst mitzuwirken. Ja. Fürs Doppel heute auch nicht? Nein, ich kann ja nicht, ich bin also operiert. Also du bist bedient? Worden. Ah, okay. Das heißt, du momentan gar kein Tennis? Gar kein Tennis, nein, ja. Ich darf gar nichts. Schauen wir weiter, wie schaut's aus? Amster Robin. Ja, da auch eine Stütze der Mannschaft, heute souverän gewonnen. Was erwartest du dir jetzt in den verbleibenden Spielen? Naja, für das Interview jetzt 200 Euro. Ja, das ist klar, das machen wir dann nehmen. Na, werden wir sehen. Ja. Wenn wir jetzt mal mit dem Mannschaftskapitän sprechen, wie wir aufstellen. Ja. Aber es ist jetzt sehr zuversichtlich, nächstes Jahr dann in der Bundesliga zu spielen. Nein, wir gewinnen mal heute, spielen wir fertig, heute? Dann haben wir nächstes, dann haben wir noch dann zwei noch Runden. Noch eine. Ich bin immer ein Fan von bescheidenen Step-by-Step. Step-by-Step, wie ein Profi. Ja. Ja. Gut, jetzt danke dir. Liebe Grüße an Stefan Hirn. Ja, Stefan Hirn wird gegrüßt, danke. So. Haben wir noch? Die Frau Lipski und der Herr Olram. Was sagt ihr zu der Partie da? Dem ist jetzt alles gegangen in den zweiten und dritten Satz, oder? Ja, ich bin ein besserer Coach für deine Spieler, leider. Also du hast ihn eingestellt auf diesen Sieg quasi. Genau. Was war der Unterschied jetzt zum ersten und Satz und zu den verbleibenden? Was hast du gesagt, das soll er anders machen? Ein bisschen mehr Tal, aktiver. Und das war's. Und er hat viel weniger Fehler gemacht, ne? Ja, weil er aktiver gespielt hat. Ja. Meistens für einen Mehrfehler. Was sagt die Frau Lipski dazu? Was soll man noch dazu sagen? Sieg? Sieg? Ja, genau. Bist du auch Tennis interessiert oder eher so nur, wenn er halt... Ja, schon auch. Spielst selber auch? Ich habe erst angefangen, ja. Aha, gut, das ist ja. Vielleicht sehen wir die noch. Vielleicht. Zwei anderen Mattersburger. Ja, so geht ein Tag zu Ende. Manfred Piermeier sehen wir hier. John Fitzgerald des Dreiskirchner.
der Dreiskirchner Partie. Jetzt gehen wir rein zu Björn Lipski, den müssen wir gratulieren, weil der heute hat den ersten Punkt, den Ehrenpunkt, den ersten und auch den verbleibenden Punkt gemacht. Ja, gratuliere dir, Björn, du hast offensichtlich das Spiel umgestellt. Da ist alles gegangen jetzt. War es jetzt einfach das, sage ich mal, nach dem Satzverlust einfach das, ohne nachzudenken, drauf loszuspielen? Scheiß drauf. Es ist alles, es ist dann alles gegangen, oder? Genau. Scheiß drauf, schlechter Kampf. Und das sogar über zwei Sätze. Hast du taktisch auch ein bisschen was umgestellt? Oder war es wirklich nur im Kopf, die Sache einfach nicht mehr? Ich habe wirklich nur gesagt, jetzt ist mir's wurscht. Okay. Egal. Ja. Gut, du hast den Ehrenpunkt geholt. Wie schaut deine persönliche Bilanz aus in der 35er heuer aus? Du hast überhaupt was verloren? Nein. Alles gewonnen? Alles gewonnen. Das ist stark, ja. Gut, Doppeln, gibt es da noch was? Keine Ahnung, aber ich werde jedenfalls nicht spielen. Du bist nicht mehr fürs Doppel bereit. Klar, du hast am längsten gespielt jetzt. Ja. Nein, reicht für heute und für die Saison. Das heißt, das war's. Nächstes Jahr wieder bei Mattersburg, nehme ich an. Auf jeden Fall. Na gut, alles Gute. Ciao. Danke. Tschüss. Sehr. Ja, also das wäre es eigentlich hier gewesen vom Topspiel der Woche. Es ist bitterkalt. Ich habe die Pudelhaube heute nicht abgenommen. DC Rodax führt 4:1. Ich glaube nicht mehr, dass es hier Doppeln geben wird. Deswegen werde ich mich jetzt schon insgeheim von euch verabschieden. Das war's vom Topspiel der Woche hier aus Mattersburg. Aufstiegsspiel 35 plus bei den Senioren. Schöne Grüße auch nach Oberwart zu den Vertretern dieser Mannschaft. Eigentlich hätte man ja euch erwartet, aber im Sport kommt es halt dann auch immer anders, als man erwartet. Deswegen schöne Grüße an die Mannschaft nach Oberwart. Und das war's. Vierte und auf Wiederschauen hier beim letzten Topspiel der Woche im Jahr 2013.